endlich frei. Nach 1000 vergeudeten Jahren endlich frei. Was jetzt noch fehlt, ist ein schönes kleines Blutbad, um mich für entgangene Freuden zu entschädigen. Und mit euch fange ich an. Ihr steckt das letzte Zepter in die Halterung. Der gefangene Dämon, der schlägt sein Aussehen ändert, grinst breit und betet, dass ihr das Richtige getan habt. Okay. Ich werde mich an eurer Seele laben. Was kann ich tun? Falscher Sonnenaufgang. Sonnenfackel. Ach, Säurepfeil. Nee. Nächstes Mal. Ich bin bereit. Spricht frei heraus. Ich warte. Ist fast schön. Okay, Luftelementar ist er gegen Säure anfällig. Das ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Also legen wir gleich nochmal eins hinten drauf. Ja. Wenn ich der Gruppe die diene, ganz meine Meinung. Oh, das war's mit ihm. Sehr gut. Ah, Stirnreif von Nessaril. Dieser einfache Goldreif wirkt zu schmucklos, um als Krone durchzugehen. Er ist zwar nicht durch Edelsteine verziert, aber die kryptischen magischen Zeichen, die sich auf seiner Oberfläche entlangziehen, lassen vermuten, dass er in Wahrheit über große Kräfte verfügt. Und natürlich Portalschlüssel. Ihr nehmt an, dass ihr mit diesem Schlüssel, den ihr aus dem Körper des vielfarbigen Demos geholt habt, in das nächste Stockwerk des Verlieses gelangen könnt. Und Ixils Dorn. Dieser Dolch ist in Wahrheit die Spitze von Ixils Nagel, einem Artefakt von beinahe unvorstellbarer Macht. Selbst dieses kleine Stück des legendären Speers ist eine durchaus brauchbare Waffe. Jo. Ich warte. Gut, damit können wir mal die nächste Ebene betreten und hoffentlich dort auch gleich den Ausgang von dieser Ebene finden. Wenn ihr es wollt. Geht's da nur zurück zum Stockwerk der Elemente? Ah, scheinbar ja. Ja, natürlich. Was auch immer verrückte Magier in einer wachenden Festung machen. Das ist, was ihr wollt. Was? Jagdmann? Jagdmann sieht Leute vor sich. Aber sie müssen Illusionen sein. Ja, Jagdmann sieht Illusionen. Verwirrter Jagdmann. Jagdmann, ist das euer Name? Elf heißt hier Jagdmann? Bleibt stehen, wer ihr ja auch sein mögt. Ich muss euch ein paar Fragen stellen. Ich bin ganz real, das kann ich euch versichern. Ein verrückter Elf, ich werde euch bei eurem Leiter lösen. Nehmen wir mal die Eins. Jagdmann redet die ganze Zeit, hat man gesagt. Gesprächiger Jagdmann. Einst kam er mit Gruppe, die nach Schatz suchte, und Jagdmann redet die ganze Zeit. Jetzt sind sie alle tot. Nur noch Jagdmann ist übrig. Allein, einsamer Jagdmann. Der Jagdmann, okay. Wartet mal, ihr sprecht? Illusionen, die sprechen? Nein, Dämonen, die sich hinter Illusionen verbergen. Muss mich wegschleichen von diesen Dämonen. Ja, wegschleichen. Leise. Jagdmann. Okay. Es sind mehrere Portale hier und wir können nicht sagen,
welches Portal wohin führt. Ja. Wie ich befürchtet habe, hat mich der vielfarbige Dämon angegriffen, nachdem ich ihn aus seinem Käfig befreite. Es war zwar ein großes Wagnis, dass ich in dieser Angelegenheit eingegangen bin, aber notwendig, um in die unteren Stockwerke des Verlieses vorzudringen. Ja. Das ist alles altes Zeug. Und ja, in der Wahrscheinlichkeit, dass mich keines dieser Portale rausbringt. Nein, das schon mal nicht. Keine große Herausforderung. Na gut, da mich kein Stockwerk rausbringt. Also kein Portal wahrscheinlich rausbringen wird. Gibt es immer auch diese Möglichkeit rauszukommen. Und zu rasten. Ich warte nun gut. Und jetzt können wir mal gucken. Felshelm. Der Helm schützt den Träger nicht nur vor rein körperlichen Schäden, sondern auch gegen die unterschiedlichsten Arten von magischen Angriffen. Man kann leicht erkennen, dass der Metallhelm einst mit Hörnern geschmückt war. Sie wurden jedoch schon lange entfernt. Es ist ein Rätsel, über welche magischen Eigenschaften sie verfügt haben. Der Träger erhält Feuer, Kälte, Säure, Gift und Elektrizitätsresistenz. Kann nur von Kämpfern verwendet werden. Stab. Ja. Fluchstecken. Besondere Fähigkeiten. Träger kann Blindheit, Taubheit und Stier auf ein Ziel wirken. Beim erfolgreichen Rettungswurf wird das Opfer von keiner der drei Auswirkungen betroffen. Ja. So, wo bist du, mein Liebling? Dein Lieblingsschmied? Ja. Muss eure Sachen. Cooles Bastardschwert. Oh ja. Warum Bastard glaubt ihr? Keine Eltern? Ja, Flavs Scheide. Ja, Edelschreit. Was denn das? Scharf. Wenn ihr Xis Dorn und Xis Nagel habt, eines davon ein Dolch und eines ein Speer, dann setze ich sie zusammen. Sind dafür gemacht, zusammen zu sein. Oh ja. Ja. Ihr habt da drei Waffenköpfe. Ich könnte einen Giftkopf anfügen. Das wären dann vier Waffenköpfe. Wisst ihr? 5000 Goldmünzen und ich mache es. Sicher doch. Okay. Zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Könnte dreckig werden hier. Wunderschön. Sexy Spinner geht wieder an die Arbeit. Oh, so, das ist jetzt der Flegel der Zeitalter plus 4. Ja. 33% aller Treffer verlangsamen das Ziel. ETW minus 4. SP durch Kälte, Säure, Gift. Und Feuer natürlich. Ja, ETW minus 4 dadurch. Mit dem ETW minus 9. Ja, weil der da ist schon immer noch ein bisschen besser. Aber den Flegel kann ich auch irgendwann gut gebrauchen. Vor allem, wenn ich ihn Max geupgradet habe. So. Ach ja, das kann zum Beispiel auch mal weg. Aber soweit ich weiß, die Scheide habe ich doch hier. Ja, die Scheide habe ich hier. Ja. Ja. Und ja, wenn sie durcheinander quatschen, ist das sowieso furchtbar. Wunderschön. Sespina geht wieder. So, Feindbann plus 5. Viele schöne Sachen finden, vieles sammeln.
Was hast du noch? Ja. 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 Für alle Kopfgrößen. Der falsche Kopf. Ja. Sicher, das. Was haben wir denn da? Ein Buch. Gute ja. Nachtlektüre, ja? Oh, viel Schrott hier drin. Braucht's einen Schrotthändler. Ja, Stirnreif von Nesseril und dem bronzenen Ionenstein. Kann man sie zusammensetzen? Das okay, mach mal. Bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Ich könnte dreckig werden hier. Wunderschön. So, was haben wir hier? Oh ja, viele schöne Sachen finden, vieles sammeln. Träger erhält 10 Lebenspunkte, kann sich einen 7. und 8. Zauber zusätzlich einbringen, kann nur von Magiern verwendet werden. Den hatte Imoen auf. Setz du mal das Ding auf und du kriegst den da. Das wirkt sicherlich nicht hier, sondern nur hier. Ja. Hoffentlich kriegt sie irgendwann mal ein Level ab, dass sie auch die 8. Stufe lernen kann. Ruhig noch ein projiziertes Ebenbild, weil... Oh, sie hat noch gar keinen Zeitstopp, das hat Imoen. Dafür hat sie eine flammende Wolke. Ach ja, und ihr Garten. Ja. Rettungswurf? Nein. Ja. 1, 2, 4 Runden. Also es wird auf jeden Fall weggeschickt. Das heißt, gerade wenn ich gegen Liches und so kämpfe, sollte ich das einsetzen. Gut. Ja. Brecher. Pflege. Buch, ja. Ja, nettes Helmchen. Hey, Moment, den kenne ich doch. Ja. Ihr habt alle Teile für Felsen. Ist ein gutes Rezept für Kämpfer. 500 Goldmützen, Helm, 2 Hörner. Ihr habt alles, was sie da. Ihr habt alles da. Sicher doch. Okay, bitte zurückgehen. Neues Rezept noch nie probiert vorher. Könnte dreckig werden hier. Wunderschön. Sespena geht wieder an die Arbeit. Oh ja. Durch die Hörner ist der Felshelm nur noch mächtiger. Vor allem bei Generälen und allen anderen Heerführern ist er sehr beliebt, da allein das Tragen des Helms die Gegner in Angst und Schrecken versetzen kann. Resistenzträger kann einem natürlich Aura der Ehrfurcht wirken. Alle Pfeile, denen ein Rettungswurf gegen den Zauber misslingt, geraten in Panik. Hm. Trefferpunkte, Rüstungswürfe, Rettungswürfe, ETW. Schutz vor Bezauberungshelm. Abwehrhelm. Ja, Binz könnte den ich nehmen. Warte. Keldon hat ja den Drachenhelm. Und die beiden haben sowieso andere Sachen. Also ja. So, B. Das heißt, den kriegst da du ja, Hira. Und das Schmuckstück wird verkauft. Genauso wie die Schleuder. Sobald wir irgendwann mal wieder aufs Dach kommen. So, gucken wir mal Cespina. Ja, das kennen wir. Der Pflegel. Buch. Nein, gut. Ich kann nicht sehen, was zu Rezepten passt. Dann keine glänzenden mehr, auch gut. Wieder putzen gehen.